Jo Leute, es tut mir unendlich leid, wenn ich die vorherige Folge jetzt nicht ans Laufen gekriegt habe, dann sind mir 15 bis 20 Minuten Gameplay verloren gegangen. Und zwar hatte ich einen Bluescreen, ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Ich war hier an Corins Kreuzung und habe versucht, habe versucht, die Todeskultisten-Kopfbedeckung zu bekommen. Die habe ich auch gekriegt und ich brauche jetzt noch einen Teil. Und ich habe diese komischen Sachen von den Untoten hier gekriegt, um da irgendwie mit einem Meißel und einem Mörser oder mit einem Mörser und einem was auch immer fertig zu machen. Aber ich stehe jetzt wieder gerade voll im Saft, ne? Voll im Saft, mitten in den Gegnern. Scheiße, ey. Mist. Mir ist das Gameplay dann plötzlich, also ich hatte 20 Minuten aufgenommen oder so und dann bam. Bin ich gestorben und zack, Bluescreen. Das ist echt so eine Scheiße, ey. Das geht mir so auf den Sack. Und deswegen versuche ich das jetzt hier nochmal, aber ich muss mal gerade einen guten Punkt finden, wo ich wieder respawnen kann, ohne dass die mir alle hier auf den Sack gehen. Und wahrscheinlich wird das nicht der Fall sein. Die werden mir alle auf den Sack gehen. Moment, ich gehe mal eben hier so ein bisschen raus. Nee, kann ich nicht, ne? Der wird mir auf jeden Fall auf den Sack gehen, hier der Wärter. Und dann machen wir das mal gerade. Ich beschwöre mal eben mein Elementar und dann beschwöre ich das. Und dann versuchen wir den hier gerade mal auszuschalten. Ich habe nur noch 38%. Ich hoffe, das klappt, ohne dass die anderen auf mich aufmerksam werden. Das ist natürlich extrem blöd, ne? Das ist echt extrem blöd. Wenn der hier fertig ist, dann muss ich erstmal hier aus der Schusslinie. So, erstmal hier aus der Schusslinie raus. So ein bisschen zumindest. Und mal eben was essen. So. Also die Kopfbedeckung haben wir schon mal, zumindest. Aber wir brauchen noch, Moment, die Roben. Genau, und die Roben müssen halt auch hier irgendwo sein. Moment. Genau, der hat die nicht. Der da hinten hat die auch nicht. Ja, also wir müssen wirklich nacheinander die Typen hier platt machen. Ich muss hier wieder hier hinten rein. Ich gehe mal eben hier hinten auf den Weg. Und dann gucke ich mal, ob wir da vielleicht irgendwie so rankommen. Da ist so ein jammernder Ghoul, den nehmen wir uns mal eben vor. Das ist jetzt natürlich so ein bisschen langwierig, ne? So, mal eben den... So, Seidenstoff können wir immer gut gebrauchen, sehr gut. Und dann nehmen wir ihn mal eben hier ran. Also ich muss wieder in die Dorfmitte. Buff missing, Mage Armor. Das verstehe ich nicht, echt, ich verstehe es nicht. Aber egal. Okay, den jammernden Ghoul nehmen wir auch noch mal mit. Ich will zumindest gucken, dass ich in dieser Folge, da hinten ist einer, der könnte uns die Dings geben. Diese andere Kultistenrüstung. Dazu muss ich aber noch mal eben hier den Hassschriller wegmachen, weil sonst ist die Alte mir gleich auf den Fersen. Okay, gut. Das geht ja schon mal ganz fix. Mein Gott, ey, bist du jetzt mal tot oder was? Wieso laufe ich denn jetzt andauernd zurück? Ich möchte vorlaufen, hallo. Boah, was ist denn hier los? Ist ja alles total verbuggt. Willst du vorlaufen, läufst du die ganze Zeit zurück. So, üble Tutorin, die nehmen wir jetzt nochmal ran.
Weil die könnte nämlich auch diese Robe haben, die wir brauchen. So. Gut, 98. Super. So, bitte habt das Teil dabei. Sehr gut. Dunkle Gewänder haben wir. Soweit alles in Ordnung. Ja, mehr oder weniger. Wir sind ein paar Mal gestorben und ich hatte einen Bluescreen. Ihr habt beide Teile. Gut, sie werden mir dabei helfen, mich in ihr Todeslager zu schleichen, okay? Verwendet Bettinas Fläschchen gegen lebende Elementare im Mereldasee, um 8 flüssige Seuchenwirkstoffe zu erhalten. Okay, jetzt lass mal eben gucken, wo müssen wir denn da hin? Da hinten, aber wir müssen hier ja auch noch was machen. Was machen wir denn zuerst? Ich glaube, hier hinten kommen wir besser ran, ne? Ich gehe mal eben hier hinten rum. Muss mal eben gucken. Es kann gut sein, dass wir hier besser rankommen. Aber ich verstehe das immer noch nicht mit diesem Rüstungsdings. Warte. Okay, der Bettinas Fläschchen legen wir mal eben da unten rein. Und gegen Elementare. Okay, dann lass mal hier runtergehen. Seuchenverheerer. Gegen die muss ich das wahrscheinlich nutzen, oder? Oder gegen die? Ich nehme das mal gerade. Ne, gegen die wohl nicht, oder? Werde ich das wohl gegen die benutzen müssen. Ach, Mano. Ah, okay. Doch gegen die. Nehmen wir den mal gerade mit. Dann wird es wahrscheinlich egal sein, ob es jetzt gegen den Seuchenfahrer geht oder gegen die Grünen da. Boink. Gut, und dann du. Toxischer Blitz. Aber ich muss hier noch mal eben mein... Okay. Mal eben auftauchen. Bisschen Luft holen. Und dann gehen wir weiter hier hin zu dem. Und bam. Toxischer Blitz. Flüchtiger Seuchenwirkstoff haben wir jetzt 2 von 3. Das weiß ich jetzt nicht so, ob das alles so, so ist, wie es sein soll. Müssen wir mal gucken. Ich habe ja jetzt schon mehrere Mal hier. Ich nehme den nochmal gerade. Vielleicht geht das bei dem ja auch. Toxischer Blitz. Okay, der wird auf jeden Fall kleiner. Ah, okay, das geht dann wirklich nur auf die. Ja, okay, gut. Dann nehme ich den hier nochmal eben. Ich glaube, das geht dann wirklich nur auf die Seuchenverheerer. Lass mal den mal eben rankommen. Toxischer Blitz. Boink. Okay. Ja, es scheint dann wirklich nur auf die Seuchenverheerer zu gehen. Also auf die Lilanen, nicht auf die Grünen. Jo, dann nehmen wir nochmal den Lilanen mit. Nochmal eben hier unser Armor schalten. Und sobald er bei uns ist, nehmen wir den. Ah ja, genau. Ja, das ist wirklich nur für die Seuchenverheerer. Das ist gar nicht für die Grünen gedacht, glaube ich. Wir nehmen uns jetzt nur mal die Seuchenverheerer ran. Und dann sollten wir da eigentlich safe sein. Bam. Ja,
Okay, perfekt. Komm du auch noch mal her. Wir haben jetzt 5 von 8. Schalten noch mal eben das neu. Und jetzt nehmen wir den ran. Warms. Mal eben gucken, was hier noch so um uns rum geschieht. Hier ist auch noch ein Seuchenverheerer. Mal eben uns schützen und dann einmal noch die Probe nehmen. Elementarwasser, jetzt brauchen wir nur noch einen. Haben wir denn hier noch einen lilanen? Hier ist auch noch was. Warte. Elementarwasser. Inventar ist voll, was? Ach nö, ne? Dunkelrune haben wir. Was haben wir denn? Edelstein, was können wir denn? Ah, okay, die Elementarfragmente können wir mal wegwerfen. Dann nehmen wir mal das Elementarwasser für. Und dann nehmen wir uns mal den guten hier hinten ran. Komm mal her. Genau, komm mal zu Mama. Und bams. Fingers of Frost. Bam, bam, bam. Und wir können Kataklysmus abschließen. Wir sind fast so weit, dass wir zuschlagen können. Okay. Oh, oh. Es sieht so aus, als haben wir etwas zu viel geronnene... Was? Geronnene Fäulnis? Nun gut, dann müssen wir halt improvisieren. Ja, improvisieren ist mal gut. Gut, benutzt eure Todeskultistenverkleidung, um das Basislager der Todeskultisten zu betreten und fügt Bettinas Mischung dem Mereldar-Seuchenkessel zu. Uiuiui, wo ist das denn? Da hinten. Okay, wir müssen aber immer noch hier Fredericks Vorliebe machen für Fisch, ne? Okay, lass uns mal schnell da hinten hingehen. Das ist ja hier so ziemlich um die Ecke. So. Gehen wir mal einmal hier rüber. Und verseuchte Woge. Moment. Okay, wir müssen noch einmal hier rüber schwimmen. Kann ich blinzeln? Ja, so ein bisschen im Wasser nicht so gut, aber es geht. komm schon, lass mich raus. Super. So, wo haben wir denn unsere Todeskultistenrobe? Dafür müssen wir ja, glaube ich, dann irgendwie hier... Genau. Todeskultistenrobe. Basislager der Todeskultisten. Und jetzt müssen wir was machen. Wir müssen hier irgendwas machen, ne? Okay. Ein Tropfen Flüssigkeit hineingeben, wie Bettina verlangt hat. Nichts scheint zu passieren. Der Seuchenkessel ist vielleicht unbrauchbar, aber es sieht sicherlich nicht anders aus als vorher. Nichts dumm, Bettina sagt, ein Tropfen genügt. Eine Flasche hineingeben, machen wir mal. Autsch. Okay, ist abgeschlossen. Perfekt. Ist das wirklich so? Okay, ist abgeschlossen. Dann gehen wir jetzt mal zur zum Frederik. So, können wir hier mal aufmounten? Dann reiten wir nämlich mal eben schnell hier durch die Gegend. Wir reiten mal eben rum zu den anderen Quests. Tü-tü. Tü-tü-tü-tü-tü. Gut. Hier müssen wir rum. Super.
Scheiße. Ach so ein Kack, ey. Ich will jetzt hier keine großartigen Fledermäuse platt machen und überhaupt so einen Scheiß. Bleibt mir vom Leibe. Ah, okay, hier geht's weiter. Gut. So, was haben wir denn jetzt hier? Hier haben wir ja auch was, ne? Die Infektnarbe. Pestkugelfisch, Infektkriecher und Infektkrabbler. Ach Gott. Ja, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie lange ich jetzt schon aufnehme. Ich geh mal kurz hier runter. Gestrandeter Barsch. Muss ich den machen? Nee, ich muss den Kugelfisch da unten irgendwie... Gestrandeter Barsch, der wird mich wahrscheinlich fressen, ne? Warte mal eben. Ich guck mal eben. Den machen wir mal eben fertig. Der ist Level 42. Der sollte sofort um sein. So, Bams. Gut, dann tauchen wir mal eben ab. Und wenn wir unten angekommen sind, dann sollten wir das eigentlich kriegen. Was ist das denn hier? Weiß ich nicht. Aber wir haben ja hier den Kugelfisch, ne? Okay, den Kugelfisch haben wir hier. Inventar ist voll. Tralala. Nehmen wir das mal weg. Und das nehmen wir mal weg. Super. Und dann können wir den hier auch noch nehmen. Und dann hier dich nehmen. Den Kriecher. Was haben wir denn hier noch? Hier haben wir noch einen Kriecher. Na, komm her. Inventar ist voll. Bla. Inventar ist voll. Kernelemente können wir weghauen. Super. Hier hinten haben wir auch noch was. Den nehmen wir auch noch mit. Aber da müssen wir dich nochmal gerade eben wegmachen. Den gestrandeten Barsch. Der steht uns nämlich sonst nur im Wege. Komm mal her. Wieso sagt er entkommen, wenn er auf uns zukommt? Okay, ich gehe mal im aufwärts, weil ich brauche. Ach nee, Atem habe ich noch genug, ne? Gut, dann gehen wir mal eben hier unten weiter. Super. Dich, kleiner Mann. Kugelfisch. Infektkrabbler. Dann haben wir dich. Dich haben wir. Und dich nehmen wir auch noch mit. Wir sammeln jetzt alles an Fischis hier ein, was hier ist. Ob das jetzt irgendwelche kleinen Schnecken sind oder was weiß ich. Hier hinten haben wir auch noch was. Hier haben wir auch noch eine Schnecke. So, hier haben wir noch einen Kugelfisch. Hier haben wir auch noch was. Hier haben wir noch was. Hier haben wir noch was. Okay, die haben wir alle. Die scheinen wir auch alle zu haben. Was fehlt uns denn jetzt noch? Hier fehlt uns noch so einer. 7 von 8. Und dann muss ich dich nochmal eben platt machen. Na komm. Und dann brauchen wir nur noch einen von den Infektkrabblern. Und dann haben wir nämlich alle. Und die Infektkrabbler sind hier. So, das heißt, das, ja, genau, das ist fertig. Gut, dann schwimmen wir mal wieder hier hoch. Und gucken, dass wir wieder zurückkommen. Und danach machen wir nämlich eine Aufnahmepause. Und ich hoffe, ich kriege nicht wieder einen Bluescreen. So eine Scheiße, ey. Das ging mir ja vorhin echt so auf den Sack. Da waren wir gerade so richtig schön dran. Und dann kriegst du einen Bluescreen, ey. Kacke, ey. Kacke.
Egal. Müssen wir mit leben, ne? Ist nun mal auch, kommt mal vor so. So, wo können wir denn jetzt hier durch? Hier können wir durch. Was sind das denn für welche? Okay, die sind von uns. Dann gehen wir mal hier hoch. Und geben die Quest mal schnell ab hierbei. Hey. Hey, selber ey. Nur ein Tropfen im Eimer. Es sollte Wochen dauern, bis sie ihr Vorhaben wieder in die Tat umsetzen können. Ich danke euch, Runkelrübe. Okay. Wir kriegen nichts, was wir gebrauchen können, aber... Visionsstaub, 20 geringe Nether Essence. Das ist alles dasselbe, ne? Komm, wir nehmen mal das Schild. Das können wir entzaubern. Fupp. Inventar ist voll. Na komm, hau mal das mal hier weg. Und dann müssen wir hier rein. Und dann müssen wir wahrscheinlich nach da oben, oder? Gehe ich jetzt mal wieder von aus, dass wir wieder hier hoch müssen. Ja. Sieht so aus. Sieht so aus. Ich häng fest. Komm mal her. Genau, hier müssen wir hoch. Zum Frederick. Das Licht sei mit euch. Jo, wir haben alles mit dabei. Und wir kriegen Stoffhosen. 12 Ausdauer, 10 Intelligenz. Ja, die nehmen wir. Siehe den Ehrenfreund. Und die ziehen wir auch mal direkt an. Und dann können wir die anderen nämlich entzaubern. Wo sind die denn? Da können wir mal hin. Super. Okay. Was haben wir noch gekriegt? Entzieht dem Kugelfisch Atem und ermöglicht 20 Sekunden lang die Wasseratmung. Okidoki. Jo. Ich gehe mal eben hier runter. Nein. Ich gehe mal eben hier runter, ja klar. Ja, ich wollte eigentlich hier runtergehen mit dem Fallschirm, aber das haben wir jetzt nicht so ganz geschafft, aber wir sind ja heil unten angekommen. Das heißt, wir müssen rübergehen zu dem hoffnungsvollen, also zur Kapelle des hoffnungsvollen Lichts. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Wir werden jetzt erstmal hier ein Päuschen machen, mal wieder. Und dann gucken, was uns in der nächsten Folge erwartet. Also bis dahin, alles Gute, tschüss.